Es war 21. April 1981. 3 Jahre vor der Revolution 1979 im Iran, wo der Schah von Persien gehen musste. Und 1978 war Vorbereitung für G7 in Bonn. Dann in Guadeloupe in Frankreich setzte sich so 1979 fort. Und da war klar, dass Schah gehen muss. Khomeini kam aus Irak zurück, wo er im Exil war, ein iranischer Mullah, der dann in den Verhandlungen in Paris, entsprechend dieser G7, erstmal mit Khomeini, mit der Machtübernahme, erstmal Verhandlungen führten. Das war erstmal die Teil von westlicher Seite. Die Jahre davor, 77, 78, 79, war das Land in Aufruhr. Das heißt, in jeder Ecke war Bewegung, in jeder Ecke Menschen waren selbstbestimmt unterwegs und wollten sie einfach selbstbestimmt ihr Leben zu bestimmen. Sie haben gemerkt, dass der langjährige Diktator geht und sie haben die Freiheit. Die Machtübernahme passierte 1979, sogenannte Islamische Revolution. 1980 erließ der Mullah einen Befehl für Kulturrevolution, bedeutet die Säuberung von Unis, die Säuberung, die Einschränkung der Frauenrechte, die Einschränkung der Minderheitenrechte, Zerschlagung von Selbstvertretungsorganisationen, Fabriken und woanders. Vibrierte das Land. Das Land war in Bewegung. Und ein Jahr, nachdem die Unis geschlossen waren, nachdem die Uni die Zentrum für Information und Bewegung waren und die Zelte irgendwie von Studentenverbänden irgendwie gesammelt waren, haben die Hisbollahs durch Zelte aufgeschlagen. 21. April 1981 war so ein Aufruf gegen diese Kulturrevolution, um Unis zurückzubekommen, die enteignete Unis. Wir sammelten uns einen Nachmittag, einen schönen Frühlingstag, in dieser Kundgebung und waren wir langsam in der Bewegung, dass der Demonstrationszug in Bewegung setzt. Es war ein Ritual, dass die Hisbollahs immer mit Scheine und Macheten und Messer, die Demonstranten in jeder Ecke des Landes verfolgt haben. Das waren die Demonstranten und Aktivisten alle bekannt. Laut einem Freund, den ich auch durch diese Suche von Splitter im Exil Made in Germany, ein Freund, den ich in Schweden gefunden habe, der erzählte, der war in Interventionsgruppen irgendwie, dass die Gewalt erstmal zurückgedrängt wird und dass die Demonstrationszüge weiterlaufen. Der sah, dass einer der Hisbollahs aus dem Zelt auf dem Unigelände, wo wir draußen waren, einen Gegenstand in der Hand hat und wirft. Und der schrie: Bitte passt ihr auf eure Körper auf. Steine kommen. 2-3 Sekunden dauerte eine Explosion unter unsere Füße. Hagelten die Splitter vom Boden heraus wie eine Bombe aus dem Boden und fallen die Leute. Rheinmetall Entwaffnen blockiert heute das Werk von Krauss-Maffei Wegmann. Wir sagen zwar Rheinmetall Entwaffnen, gemeint sind natürlich die deutsche Rüstungsindustrie. Wir wollen den Stopp jeglicher Rüstungsindustrie, wir wollen den Stopp jeglicher Waffenexporte, wir wollen den Stopp der Militarisierung nach innen und außen. Ich war tödlich verletzt. Momente habe ich nicht begriffen, dass ich im Leben bin, so dass der Demonstrationszug irgendwie mich auf die Hände hielt, mich als tot hielt und schrie, das ist der Dokument des Verbrechens. Und einer dann sagte, nee, der lebt. In dem Moment anscheinend habe ich mich bewegt. Und dann wurde ich mit einem Lastwagen erstmal ins Krankenhaus geliefert. Aber sie haben die Verfolgung bis ins Krankenhaus fortgesetzt, um die Verletzte zu verhaften.
Als ich im Krankenhaus ankam und einen Schlauch in meinem Mund, ein Arzt sagte, und die pumpte meinen Magen, ich sah nur das ganze Bett und da unten alles blutig. Und der Arzt sagte, den könntet ihr nicht mitnehmen. Anscheinend irgendwie einige waren da und wollten sie die Verletzte zu retten, damit sie nicht verhaftet werden. Aber die Leute, die sich dafür vorbereitet haben, haben sie gesagt, nee, sie haben keine Gnade. Die kommen und die nehmen das mit. Wir müssen ihn mitnehmen, solange das er lebt. Wir kümmern uns. Haben sie im Krankenhaus geholfen, irgendwie, dass ich im Hintersitz ein Auto irgendwie hingeliefert werde? Als ich das Krankenhaus verlassen habe, ich lag im Hintersitz, ohne Bewegung, voll Schmerzen, blutig, guckte von dem Fenster an die Laterne, wo so eine Uhr da war, war 19.15 Uhr. Das erinnere ich mich immer noch. Ich bin in einem Haus geliefert worden, wo dort irgendwie langsam 2 Monate lang ich behandelt wurde. Mehr als 37 Splitter haben sie aus dem Körper rausgenommen, damit ich überhaupt meine Hände und Füße bewegen kann, weil sie saßen irgendwie auf den Tendonen. Nervenader. Und dann, dadurch diese Verfolgung, dann bin ich ins Inlandflucht gezwungen. War ich im Untergrund, war ich im Inland. Die Jahre wurden immer härter von den Hinrichtungen, Straßenterror, auch Verfolgung. Frei zu atmen, sich im Leben zu halten, irgendwie war unmöglich. Bin ich geflüchtet über die Türkei. In Türkei landete ich in Abschiebehaft, weil ich teilweise irgendwie durch meine Aktivitäten während der Schadzeit und auch andere Aktivitäten, Veröffentlichungen, Amnesty International bekannt war. Amnesty International und ein paar Freunde irgendwie in Deutschland haben sie versucht, über die Parteien auf die Türkei Druck auszuüben. Ich kam von Abschiebehaft nicht ausgeliefert, sondern frei. Und dann über damalige DDR oder über DDR bin ich dann in West-Berlin gekommen, wo Amnesty International mich empfangen hat, mich und meine Familie. Ich habe ein zweites Leben angefangen und erst bei der Untersuchung in einer deutschen Klinik und Bundeswehr erfuhr ich irgendwie, es gibt ein Waffengeheimnis. Und um die Krankenhäuser und Kliniker irgendwie sich davon befreien, dann müssen sie ein Einverständnis von mir holen, damit sie überhaupt die Ergebnisse auch woanders liefern, wegen Entwicklung der Technologie, der Waffentechnologie Deutschland. Ich hatte damals einen Übersetzer, bis ich überhaupt so begriffen habe, was das ist, irgendwie war schon das Verwaltungsakt erstmal erledigt. Und ein Chefarzt mit seinen Assistenten irgendwie untersuchte mich und dann habe ich erfahren, bei zweiter und dritter Untersuchung, um die Splitter zu lokalisieren, dass ich auch einen Ausweis bekomme, damit ich den Flughafen auch vorlegen kann, damit es nicht bippt, damit ich nicht mich erklären muss, woher diese Splitter kommen. Ich erfahren, dass dieser Fabrikat bis Mitte 80er Jahren in Deutschland mit Metallsplitter im Gange war und ist ganz irgendwie an Iran verkauft worden. Die neue Produktion, die entwickelte Produktion, sind die Splitter, gepresst mit Plastik, dass sie von Röntgen nicht erkannt werden. Das heißt, der Tod der Menschen durch diese Waffen nicht erkennbar wird. Das habe ich alles irgendwie durch diese Untersuchung erfahren. Wenn man ein Land verlässt und kommt irgendwie, hat man viel im Rucksack mit Verfolgung, Folter und alle anderen Sachen. Natürlich, die Sachen sind präsent. Bei mir waren sie immer präsent. Aber ich habe geschwiegen. Ich habe mit den Splittern geschwiegen. Die Splitter waren in meinem Körper, sind in meinem Körper. Bei jeder Dusche, bei jeder Krampfader tun sie weh. Bis ich durch eine Krankheit, wo auch Thema Tod in der Familie war, merkte irgendwie, ich habe eine andere Vorstellung zum Tod als meine Familie. Ich habe ihnen immer gesagt,
Leute, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Ich weiß, wie das Sterben heißt. Das heißt, man muss nicht so vor Angst vor dem Tod sich umbringen. Solange, dass wir leben, das Leben hat viel Freude. Das Leben ist so schön. Und lass uns irgendwie das Leben so lange, dass wir können, einfach vorwärts. Und nicht irgendwie Angst vor dem Tod. Ich merkte irgendwie, dass auch trotz dieser emotionalen Anregung für das Leben und Freude einfach meine Angehörigen, meine lieben Menschen irgendwie nicht erreicht. Die Sache hat mich beschäftigt. Das ist drei Jahre lang, vor 3 Jahren geschehen. Habe ich eine Geschichte darüber geschrieben, etwa literarisch behandelt, und habe ich angefangen, in bestimmte Kreise irgendwie zum Lesen zu geben. Und hatte ich in meinem Beruf, wo ich gegen Rassismus arbeite, also Rassismus intervenierende Maßnahmen für Organisationen entwickle, habe ich dann ein paar Kollegen, die im Medienbereich arbeiteten, irgendwie zum Lesen gegeben, einfach eine Rückmeldung zu bekommen. Schreiben ist auch mein Hobby. Aber das war eine der Geschichten, die ich ungern irgendwie öffentlich machen wollte. Nur diese eine Geschichte wollte ich sehen, überhaupt so wie die Aktionen sind aufgrund dieser Vorfall Leben und Tod, wo ich den Tod kenne. Somit ist die Idee gekommen, beziehungsweise, dass ich dann mich daran erinnert habe, da waren 190 Verletzte, da waren 3 Toten. Was ist denn? Wo sind sie denn? Dann in Corona-Zeit hatte ich so eine Webseite mit Hilfe der Freunden und auch 2, 3 Träger von diesem Splitter Made in Germany in Göteborg, in Schweden und in Vancouver, in Kanada und in Arizona, in den USA gefunden hatte. Mit denen kam ich ins Gespräch. Jede 2. Woche Skype, 3 Stunden, jede Woche 3 Stunden Skype, Unterhaltungen, da kam dann viel hoch. Erstmal, die Menschen, die mit mir an diesem Tag, am 21. April 81, irgendwie da standen, die ich sehen wollte, mit denen ich irgendwie mich unterhalten wollte, die neben mir standen, auch die Toten da. Das bringt ein anderes Gefühl in diesen Austausch. Und ich merkte, das tut gut und alle reden darüber. Und alle haben, dass diese Splitter das Leben von vielen Menschen wahnsinnig geblättert haben. Die sind in Diaspora, sie tragen deutsche Splitter made in Germany. In Arizona, in Vancouver, in Australien, in Berlin, in Frankfurt am Main, tauchen immer wieder Menschen auf durch diesen Aufruf. Und jede Person, der jede Spur hat und kommt und über diesen einen Tag redet, wird eine Geschichte, eine Generation, 30, 40 Jahre vorher. Dann, durch meine Erfahrungen mit Diskriminierungen und aber auch irgendwie, dass die Mehrheitsgesellschaft hier im alltäglichen Rassismus einfach duldet, schweigt, geschweige irgendwie, dass NSU-Morde irgendwie, mit denen ich auch durch meine Arbeit sehr beschäftigt war, Dönermorde, bekannt geworden sind, dann taucht dann so eine NSU-2 mit starken Vernetzungen innerhalb der staatlichen Institutionen. Dann gibt es einen Tag X. Bundeswehr verliert ihre Waffen. Sie wissen nicht, wo sie sind. Sind alle für Tag X irgendwie vorbereitet. Ich dachte, nein, diese Umstände, diese Waffenproduktion und dieser Wohlstand dieser Gesellschaft soll angeklagt werden. Und heute war ein Anlass, öffentlich aufzutreten, für die Gruppe zu reden, für mich zu reden und einfach mir anzuschauen, was für ein Wohlstand leben wir eigentlich hier in dieser Gesellschaft, in dem ich auch beteiligt bin.
blutiger Wohlstand? Ein Wohlstand auf Kosten der anderen? Auf Kosten des Lebens von anderen? Und so, wie kann das Schweigen irgendwie in diesem Land gebrochen werden, dass die Menschen sehen überhaupt so, dass deren Wohlstand, deren Brot mit Blut verschmiert ist? Durch diese Produktion. Und daher war ein guter Tag erstmal mit Menschen wie euch, hier einfach zusammenzukommen, unter euch zu sein und sagen, okay, gibt es eine Minderheit, die nicht Augen zumacht. Traurig ist das, dass in dieser Mehrheitsgesellschaft, in einem Land mit 80 Millionen Einwohnern, wenn unsere Leute erstmal heute irgendwie 800 wären, das ist nicht mehr 1%. Das ist traurig. Und ich frage mich überhaupt so, wenn Sie jeden Abend Ihre Vorstand feiern, mit Ihren Kindern zusammen sind, die viele Menschen nicht das können, aufgrund dieser Waffenproduktion und Reproduktion, dass Sie die Kriege verlagert haben und so eine ruhige Insel irgendwie hier geschafft haben und in Wohlstand und Demokratie und Heucheleien mit Menschenrechten sich Ihr Gesicht irgendwie schmieren, das muss irgendwann mal so ein Ende haben. Und mit dieser Stimme erstmal gehen wir diesen Weg, mit dieser Minderheit. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch die, woanders sind, sie müssen wissen irgendwie, dass diese Splitter made in Germany sind und dass sie auch anfangen irgendwie da, mit dem, was sie in ihrem Körper als Zeitzeuge tragen, auch für das, was sie kämpfen, für das, was sie stehen, für das, was sie leben, einfach auch in diesen Ländern tun. Und aber auch mit euch zusammen. Daher ist es schön, einfach diesen Tag zu haben und sagen, okay, ich rede darüber, damit die Welt hört. Entschuldigung. Damit die Welt hört. Damit die Welt irgendwie zumindest hört. Und dann, wenn ich die Parolen hier sehe, nie wieder. Ich bin durch meine Arbeit öfter diese Parolen auf die Straße gewesen, mit den Menschen gewesen, hier in Deutschland, gegen Rassismus. Ich frage mich, wann wird diese Minderheit gehört? Nie wieder heißt das immer wieder? Es reicht nicht? Mit diesem Gewalt und Brutalität? Es reicht die Tradition irgendwie, Firma Topf und Söhne nicht? Oder es reicht irgendwie, dass das deutsche Völkermord irgendwie verurteilt wird auf einer Seite? Und auf der anderen Seite irgendwie so eine beschämende Verhandlung, Positionen angenommen werden, was die Entschädigung betrifft. In welchem Land lebe ich? Das frage ich immer wieder. Ich habe zwar mein zweites Leben in diesem Land, aber dieses Land mit diesem Wohlstand, mit diesem blutig verschmierten Wohlstand, kann nicht weitergehen. Und ich hoffe auf den Tag, dass einfach diese Produktionsstätten einfach abgebaut werden und mit Feuer abgebaut werden. Warum macht man nicht da eine Küche für alle? Warum macht man nicht da Kunsthallen irgendwie, wo die Menschen kommen und malen und tanzen? Warum sollen die tödlichen Waffen dort produziert werden und die Kriege verlagert werden und Menschen getötet werden? Warum? Überhaupt den Begriff des Menschseins. Hier in weißer Mehrheitsgesellschaft ist angekommen, was heißt Mensch sein? Mensch erste Klasse, Mensch zweite Klasse, Menschen, die zu Tode verurteilt werden, Augen zu, machen wir unsere Finger nicht schmutzig, wir schicken das woanders. Wenn das Wohlstand das bedeutet, das will ich nicht haben. Nicht in meiner Gesellschaft Bundesrepublik Deutschland. Ich will eine freie Bundesrepublik Deutschland. Jenseits von diesem Gewalt, jenseits von diesem Heucheleien und jenseits zu dem, was den Menschen und Minderheiten hier betrifft. Ob die Frauen sind, ob die ethnische Minderheiten sind, ob die Afrodeutsche sind. Ich hoffe auf den Tag, dass es so das aufhört. Und das ist vielleicht der erste Schritt. Überall auf der Welt werden deutsche Waffen eingesetzt, aus der Produktion von Rheinmetall und auch vielen anderen.
um zum einen Rohstoffe zu liefern für die deutsche Industrie. Das ist legitimiert durch Aussagen des Außenministeriums. Und aber auch, um emanzipatorische Ansätze klein zu machen, zu zerstören und kaputt zu machen. Und wir, die wir hier sind, wollen das nicht zulassen. Wir übernehmen die Verantwortung dafür, dass aus unserem Land so etwas nie wieder geschieht.